Oft denken wir, unser Leben besteht aus den großen Erlebnissen und Erfolgen. Schulabschluss, Führerschein, vielleicht die Beförderung im Job oder die große Reise. Doch all das füllt nicht unseren ganzen Tag. Auch Reisen geht nicht auf Dauer. Woraus unser Leben die meiste Zeit eigentlich besteht, ist simpel. Aufwachen, aufstehen, essen, lernen oder arbeiten, essen irgendwann, irgendwas anderes, abends wieder essen, schlafen. Was am meisten unser Leben prägt, ist also, was wir jeden Tag machen. Und veränderst du die Gewohnheiten, die du jeden Tag hast, dann veränderst du dein Leben. Ich bin Dennis und ich freue mich, dass du zu diesem Kanal gefunden hast. Gute Gewohnheiten, die machen für mich aus, dass sie leicht zu implementieren sind in den Alltag, den wir schon leben und dass, wenn wir sie regelmäßig wiederholen, einen riesen Unterschied machen. Dazu zählen zum Beispiel: Erstens, führe ein Audio-Journal. Manchmal kann es hier oben schon ganz schön chaotisch drin werden. Was natürlich hilft, ist, mit Freunden und Familie zu sprechen. Da kann man seine Gedanken loswerden. Oft ist das räumlich und zeitlich aber gar nicht möglich. Und vielleicht gibt es auch den ein oder anderen Gedanken, den muss man jetzt nicht unbedingt teilen oder vielleicht ist er auch noch nicht reif, geteilt zu werden. Als gute Methode hat sich dafür ja das Journaling herausgestellt. Mir ist aufgefallen, dass ich nicht immer Stift und Papier zur Hand habe. Zudem fühle ich mich manchmal ein bisschen gebremst, weil ich beim Journaling die perfekte Formulierung dann irgendwie finden möchte für meine Worte. Und das hindert mich wiederum daran, alle Gedanken auch wirklich mal kurz äußern zu können. Was für mich ein absoluter Gamechanger ist, und das habe ich auch schon während der Reise gestartet, das mache ich immer noch, wenn ich spazieren gehe, ist einfach meine Gedanken als Sprachmemo, als Audio aufzuzeichnen auf meinem Handy. Das klingt dann zum Beispiel so. Heute auf dem La Casendo Trail habe ich eine Sophie kennengelernt, die ist mit mir gereist. Oder ja, ich bin ihr mehr oder weniger gefolgt oder wir sind dann zusammen weiter. Und ja, den ganzen Trip dann auch noch mal zum Moto. Das war irgendwie sehr cool, da so einen Reisegefährten auf jeden Fall zu haben. Und sie war auf jeden Fall auch eine spannende und interessante Person. Als Frau solo zu hiken und auch auf Reisen zu sein, schon so lange. Seit September ist sie unterwegs in Kirgisistan heißt das, genau. Das muss ich mir nochmal aufschreiben und nochmal angucken. Zweitens, finde dein Ritual. Seit meiner Reise nach Japan bereite ich mir täglich einen grünen Tee zu und ich nutze die Zeit wirklich dann auch, um Ruhe reinzubringen und das Ganze fast schon wie eine japanische Teezeremonie einfach wirken zu lassen. Nichts anderes zu machen und wirklich mal den Fokus nur auf diesen Tee zu lenken. Denn nicht nur das Tee trinken, sondern auch der Prozess, die Zubereitung, das Eingießen, all das entspannt unheimlich. Bei dir muss das natürlich nicht der Tee sein, es kann auch der Kaffee sein. Bei religiösen Menschen ist es vielleicht auch das Gebet. Auf jeden Fall ein Ritual täglich zu haben, wo man sich wirklich einfach Zeit nimmt, wo man sich freuen kann und was man auch als Pause vom Alltag sehen kann. Drittens, am Abend den nächsten Tag mitdenken. Was meine ich damit? Im Grunde geht es darum, abends nicht ins Bett zu gehen, ohne den nächsten Tag schon mitgedacht zu haben. Viele haben ja wohl das Problem, dass sie abends im Bett liegen und grübeln. Dieses Problem hatte ich nicht. Für mich war immer, wenn ich ins Bett gehe, das war jetzt der Tag, that's it, und ich habe mir noch nicht so viel Gedanken über den nächsten Tag gemacht. Jetzt bin ich aber nach der Reise wiedergekehrt und dadurch, dass ich auch morgens noch keine richtige Morgenroutine entwickelt habe, bin ich mit einer gewissen Planlosigkeit aufgewacht. Ich hatte vielleicht Aufgaben, To-Dos vor mir, aber ich wusste noch nicht so richtig, okay, wie bringe ich die jetzt in eine Struktur, was mache ich als erstes? Und was mir dabei unheimlich geholfen hat, ist am Tag vorher mir schon Gedanken zu machen. Deshalb mache ich es mir jetzt am Abend leicht und wenn ich am nächsten Morgen Yoga machen will, rolle ich einfach abends schon die Matte aus. Oder wenn ich joggen will, dann stelle ich schon die Sportschuhe bereit. Wache ich also am nächsten Morgen auf, dann hat sich ja mein gestern Ich schon zu dieser Yoga-Einheit committed und dann wäre es ja Betrug, wenn ich jetzt einfach die Yogamatte wieder einrollen würde. Zumindest ist die Hürde größer. Viertens, Unternehmungen selbst in Angriff nehmen. Mal ehrlich, manchmal da hängt man einfach nur abends rum, chillt irgendwie und so richtig was passiert irgendwie nicht. Und dann denkt man sich, na gut, eigentlich wäre es ja auch mal wieder ganz schön, was mit Freunden zu machen, vielleicht mal rauszugehen, vielleicht mal in eine unbekannte Stadt zu fahren. Aber irgendwie schlägt das keiner vor. Keiner unternimmt das. Ich wollte zum Beispiel einmal in Höhlen im Harz übernachten mit Freunden und abends dann schön Lagerfeuer machen mit Musik und so ein bisschen so ein Tribal-Feeling irgendwie kreieren. Und natürlich schlägt das ja keiner vor oder das ist erstmal eine Idee, die hat man jetzt nicht mal so eben am Wochenende. Machen wir das mal spontan, sondern das braucht ein bisschen Orga, das braucht ein bisschen Planung. Und dann habe ich einfach mal das Zepter in die Hand genommen und habe das umgesetzt und die Leute begeistert.
Und dann sind wir dahin und hatten einen richtig geilen Tag, hat richtig Bock gemacht. Und das würde halt nicht möglich werden, wenn es nicht Leute gibt, die das auch initiieren, die das voranbringen. Also wenn du mal wieder eine Idee hast, irgendwas, was du machen willst, dann mach es auch so ein bisschen schmackhaft, mach dir schon ein paar Gedanken, mach es ein bisschen konkreter. Und vielleicht, bevor man mit einer Doodle-Umfrage und so startet, schlag einfach mal einen konkreten Termin vor, selbst wenn der ein bisschen noch in der Zukunft liegt. Und dann mach Action. Fünftens, jeden Tag ein kleiner Spaziergang. Wer mir schon ein bisschen länger folgt, der weiß, ich liebe Spazieren und ich liebe Wandern. Ich liebe einfach unterwegs zu sein, in Bewegung zu sein, vor allem draußen. Und seitdem ich von meiner Reise zurückgekehrt bin, bin ich eigentlich jeden Tag auch trotzdem in Bewegung. Auch wenn ich jetzt wieder in der Stadt bin, versuche ich eigentlich jeden Tag irgendwie rauszugehen und eine Runde zu drehen. Und das Schöne ist dabei, dass es nicht irgendwie ein Verhalten, eine Gewohnheit, die ich irgendwie aufbauen muss, sondern dadurch, dass ich eh immer in Bewegung war, bin ich auch noch in Bewegung. Und es ist wie so ein intrinsisches Bedürfnis. Das ist wie Essen, Sex und Zähneputzen. Das muss da sein. Das geht gar nicht anders. Und das ist schön. Das heißt, wenn es so intrinsisch wird, dass man sich gar nicht mehr aufraffen muss, einfach rauszugehen, dann sind Gewohnheiten wirklich schön. Und ich glaube, das können wir auch nochmal mitnehmen. Das ist generell wichtig für das Thema Gewohnheiten, dass man also wirklich versucht, den Einstieg so gering wie es geht zu halten. Zum Thema Spazieren. Setz dir einfach zum Ziel, zum Beispiel 10, 20 Minuten rauszugehen. Oder wie beim Sport, wenn du jetzt von null anfängst, direkt 5-mal Workout pro Woche, vielleicht ein bisschen hart, aber 10 bis 20 Minuten, vielleicht ein bisschen was machen. Und wenn du dann Bock hast, wenn du gerade drin bist, wenn du warm bist, dann machst du vielleicht mehr. Und selbst wenn ich mir jetzt sage, okay, ich gehe mal kurz 10 Minuten spazieren, manchmal endet es wirklich dann bei 1, 2 Stunden, wo ich unterwegs bin. Und das macht Spaß. Wenn dich jetzt interessiert, welche Gewohnheiten ich etabliert habe, um wirklich produktiv zu sein, und damit meine ich jetzt kein Hustle-Bustle, sondern wirklich eine gesunde Produktivität, wo man die Ziele erreicht, ohne dass man komplett ausbrennt, dann schau dir auf jeden Fall das Video jetzt hier an. Und ansonsten sehen wir uns ganz bald im neuen Video wieder. Ich freue mich auf dich.